Markenüberwachung. Was ist Markenüberwachung bzw. Kollisionsüberwachung und warum muss ich meine Marken überhaupt überwachen? Ich bin Rolf Klesen, Partner und Patentanwalt bei Freischirm und Partner in Köln. Ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Marken, Patente und Designs für Anfänger und für Fortgeschrittene. Und in diesem Video erkläre ich genau, was Markenüberwachung bzw. Kollisionsüberwachung ist und warum man seine Marken überwachen soll. Hatten Sie schon mal die Situation, dass jemand anders eine fast identische, ganz ähnliche Marke angemeldet hat und Sie dann die dreimonatige Widerspruchsfrist verpasst haben und dann im Prinzip eine Löschungsklage hätten einreichen müssen? Bei Unionsmarken und deutschen Marken gibt es eine dreimonatige Widerspruchsfrist, innerhalb derer man aus einem älteren Firmenkennzeichen oder einer älteren Marke Widerspruch gegen diese Marken erheben kann und relativ kostengünstig diese Marken aus dem Register wieder entfernen kann. Das Widerspruchsverfahren ist mit Abstand das günstigste Verfahren, um gegnerische oder störende Marken aus dem Register zu entfernen. Die Alternative beim EU-IPO, also beim Europäischen Markenamt, ist nämlich das Nichtigkeitsverfahren. Und in Deutschland wäre es eine Löschungsklage vor einem Zivilgericht. Also in jedem Fall wesentlich teurer als ein Widerspruchsverfahren. Damit man diese Widerspruchsfrist nicht verpasst, sollte man seine eigenen Marken überwachen. Was heißt nun Überwachung? Insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt prüft nicht, ob es bereits ältere ähnliche Marken im Register gibt. Und das EU-IPO tut dies auch nur sehr eingeschränkt, sodass es wirklich bei Ihnen liegt oder eben bei Ihrem Dienstleister liegt, die Register zu überwachen und zu sehen, dass keine ähnlichen jüngeren Marken eingetragen werden. Um die Eintragung solcher störenden Marken zu verhindern, muss man regelmäßig die relevanten Register überwachen und gucken, ob dort ähnliche ältere Marken veröffentlicht werden. Wenn wir das für Sie tun, dann schicken wir Ihnen jedes Mal, wenn wir eine neue Marke finden, natürlich einen entsprechenden Hinweis mit einer kurzen Vorabbewertung, ob wir die Erfolgsaussichten in einem Widerspruchsverfahren für sehr hoch oder sehr niedrig halten oder eher überwiegend erfolgreich oder eher unterdurchschnittlich erfolgreich. So eine ganz grobe Bewertung, damit Sie eben ein Gefühl dafür bekommen können, soll ich jetzt hier Widerspruch einlegen oder nicht? Habe ich da vielleicht Erfolg oder nicht? Anstatt direkt Widerspruch zu erheben, kann man den Gegner auch erstmal anschreiben und bitten, jedenfalls in den überschneidenden Klassen oder überschneidenden und störenden Waren und Dienstleistungen, auf die Marke teilweise zu verzichten. Das klappt auch relativ häufig, denn in einem Widerspruchsverfahren trägt jeder seine Kosten selbst, bis auf beim EU-IPO, da werden 300 Euro erstattet. Aber im Wesentlichen trägt jeder seine Kosten selbst. In so einem Widerspruchsverfahren können die Kosten typischerweise irgendwo zwischen 1.500 und 2.500 Euro liegen. Und das will natürlich jede der Parteien vermeiden und vor allen Dingen eben den zeitlichen Aufwand nicht betreiben. Sodass wenn die Gegenseite gar nicht ihr Kerngeschäft in den Dienstleistungen oder Waren hat, die stören oder die sich überschneiden, dass dann die Gegenseite oft eben freiwillig auf diese Marke teilweise verzichtet und so eben ein Widerspruch vermieden werden kann. Warum treibt man denn jetzt diesen ganzen Aufwand mit der Markenüberwachung? Ja, nicht nur, dass man diese jüngeren Marken vermeiden kann, also mit dem Widerspruch wieder aus dem Register entfernen kann, nein. Es gibt nämlich Rechtsprechung, die besagt, dass der Schutzumfang einer Marke abnimmt, wenn man viele ähnliche Marken rund um die eigene Marke duldet. Wenn es also einen Verletzer mit einer sehr ähnlichen Bezeichnung gibt und es sonst keine ähnlichen Marken gibt, dann fällt dieser Verletzer vielleicht eben unter diese Marke. Und wenn man jetzt in der Vergangenheit ganz viele ähnliche Marken geduldet hat, dann kann sich der Verletzer vielleicht damit wehren und dem Gericht sagen, hier, liebes Gericht, der hat schon ganz viele ähnliche Marken geduldet. Und dann sieht das Gericht eben diese Rechtsprechung aus der Vergangenheit und wird vielleicht eben auf keine Markenverletzung entscheiden. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Markenüberwachung bzw. Kollisionsüberwachung ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video zu diesem Gebiet. Deswegen abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.